Das ist ein Rollo. Bringst du das durcheinander? Ein Rollo ist eine Teigtasche, in der Gyros gefüllt ist und Krautsalat und ach, was weiß ich nicht alles. Das Ganze wird überbacken, idealerweise mit Käse. Und das hatte ich heute Abend. Und ich bin pappsatt. Also Kuchen kann mich jetzt gerade nicht so wirklich hinter dem Ofen hervorrufen. Magst du keinen Krautsalat? Muss ja auch nicht mit rein. Aber du kannst dir den ja nach Gusto belegen. Warum ist meine Quest weg? Was? Hey, wie? Keine. Nee, lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Ja, ja, mach was du willst. Das Krautsalat ist ja auch eine freiwillige Beilage. Ach, ihr seid doch alle komisch. Wenn man hier ein Rollo bestellt, weiß man, was man bekommt. Warte mal, wieso habe ich jetzt schon wieder eine andere Quest? Ich verstehe es nicht, ne? Naja, ich guck mal. Cassie, bist du noch da? Falls ja, schreibe mal, dass du weißt, was ein Rollo ist. Wahrscheinlich ist er nicht mehr da. Siehste, danke. Vielen Dank. Warte. Warte. So, und jetzt erzähl du mir noch mal, das habe ich mir ausgedacht. Frechheit. Und im Norden ist man toll. Das könnte ein Rollo, Gyros-Rollo sein. Die sehen unterschiedlich aus. Aber es gibt sie und ich liebe sie. So, das dazu. Nix da im Norden ist man komisch. Wer zum Beispiel zu Nudeln Spätzle sagt, der ist komisch. Nein, das ist ein Rollo und kein Rap. Ein Rap ist nochmal anders. Aber du warst doch vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg, oder? Und da habt ihr kein Rollo gegessen? Ich bin enttäuscht. Hau ab mit deinem Scheißkarre hier. Das ist ein Berliner. Ist doch klar. Krapfen. Das heißt Berliner. War klar, dass ein Wiener was anderes sagen würde. Es ist ein Berliner. Ein Krapfen ist ein Schiff, ein Fisch mit einem R drinne. Also ein verkappter Karpfen. Ich habe nichts gegen Spätzle. Ich verstehe nur nicht, warum man sie Spätzle nennen muss. Das sind Nudeln. Alter, können wir mal den Radiowecker, Radiosender hier. Was ist das denn? Na, egal. Arschloch.
Naja gut, aber Österreicher, ist das nicht dasselbe? Und ja, ich weiß, dass Wiener und Österreicher nicht dasselbe ist. Mir ist das durchaus bewusst. Wo fahre ich jetzt hier eigentlich mit der Quest eigentlich hin? Man weiß es nicht. Ich wollte eigentlich wieder... Ich wollte eigentlich wieder ins DLC-Gebiet zurück. Ich hoffe, das ist das hier. Das sieht zumindest sehr ähnlich aus. Naja, 2 Stunden. Ich wohne auch nur... So gesehen 2 Stunden von Hamburg entfernt und bin kein Hamburger. Ich wohne 1/2 Stunde von Bremen entfernt und bin kein Bremer. Ich bin trotzdem Niedersachse. So, mal eben das Auto wechseln. Wir kommen doch wieder in das alte Gebiet zurück. Was denn jetzt? B, es geht um 2 NCPD-Beamte. Und wer außer dir könnte unsere Retter in der Not aus der Not retten? Die 2 kleinen Schweinchen waren geschäftig. Hatten einen Deal mit einem von Hansens Leuten. Dotter. Was soll da schon schief gehen? Keine Ahnung. Ganz genau. Alles. Stella, die Verlobte eines der Beamten, wird dir alles erklären. Viel Glück. Ich fahre nicht komisch. Doch, im Sinne von lustig. Aber erstmal... muss ich meine normale Kiste hier für den Bereich haben. Hallo, kleine Kiste? Da bist du ja. Und warum zeigst du in die Richtung? Kannst du mir das mal verraten? Zusammen sind wir unbesiegbar. Okay, da bin ich sogar fast neidisch. Gut, ich wohne nicht mal eine Stunde, nicht einmal eine Stunde vom, ich hab doch gerade eben eine Quest gehabt. Wollt ihr mich verarschen? Ich wohne nicht mal 1/2 Stunde von der Nordsee weg. Also kann ich jetzt auch sagen, ich wohne in der Nähe vom Meer. So ist das ja nicht. Journal. Na, dann mache ich die doch hier einfach jetzt mal. Schnauze voll. Ja, da ist man neidisch, muss ich auch gestehen. Nordsee ist nicht dieselbe Hausnummer. Steig ein! Was? Warum? Stella? Stimmt irgendwas nicht? Hä? Runter! Dodgers Leute dürfen mich nicht sehen. Wie liegst du denn da? Wäre es nicht leichter, einfach wegzufahren? Die Sitze umklappen reicht vielleicht nicht. Hör zu, das ist ernst, kapiert? Mit Dodger legt man sich nicht an. Okay, klar. Hau raus, HM. Die können hier alle Spaß verstehen. Die brauchen dich. Sie sitzen im Gebäude gegenüber in der Falle. Hans meinte, die sind vom NCPD? Kopf und Volltrottel, ja. Machen manchmal Jobs nebenbei. Wollten was mit Dodger abmachen, aber die Nummer ging wohl voll in die Hose. Bill hat angerufen und meinte, ich zitiere, wir sind am Arsch. Hat gesagt, ich soll Hilfe holen, sonst pustet auch Dodger ihnen das Hirn weg. Auch. Wir sind am Arsch und sonst nix. Wir sind am Arsch und sonst nichts? Wir sind am Arsch. Stella, bitte hilf uns, ich liebe dich. Ist zwar süß, aber nicht das, was ich meinte. Als ich fragte, sagte er, zu kompliziert für Solo. Okay. Also, Bill ist dein Verlobter, Charlie sein Partner. Was kannst du mir noch über sie sagen? Bill ist anständig, aber Charlie ist wie ein großer Bruder, der ihm nur Ärger anhandelt. Aber italienisches Meer kann ich einfach nicht toppen. Oder auch okay, Mittelmeer Charlie genannt. Charlie mögen wir also nicht. Night City hat uns alle zu dem gemacht, was wir sind, aber Charlie, er zieht Ärger magisch an. War schon immer so.
Also, ihr alle drei seid Bullen mit einem ganzen Revier voller Bullenkumpels. Und dann ruft ihr einen Söldner. Dotter ist ein ehrlicher Chef. Ja, Cassie, super lecker. Wenn ich damit zur Zentrale gehe, sind wir erledigt. Warum nässt ihr euch wegen Dodger so ein? Er ist ein Dealer mit enger Verbindung zu Hansen. Totaler Psycho. Er ist aus NC nach Dogtown geflohen, um dem Knast zu entgehen. Ach, vorher schlafen sie, oder was? Versprich mir, dass du Dodgers Leute am Leben lässt, ja? Sonst wird alles nur noch schlimmer. Das kann ich nicht versprechen, ehrlich Hier gesagt. Hier die Zugangskarte. Dodger hat ein verlassenes NCPD-Revier übernommen. Sicherheitssysteme laufen noch, also solltest du damit reinkommen. Die Vorteile der veralteten NCPD-Tech, was? Rette sie. Bitte. Ich weiß nicht, wie... Ja, Das heißt, ich muss mir erstmal eine neue, nicht tödliche Waffe besorgen. Was ich irgendwie schwierig finde. Ich hasse nicht tödliche Waffen. Und hier ist wahrscheinlich auch kein Laden in der Gegend. Ich glaube, ich habe auch keine nicht tödlichen Waffen. Inventar. Der war gar nicht so scheiße, Cassie. Kann man nicht sagen. Was soll ich eigentlich mit dem hier? Ich habe den aktiven Chimera-Kern. Weiß gar nicht, was das soll. Ja, ich habe Smart Gun. Warum? Ich glaube, ich benutze sogar gerade eine. Diese hier ist Smart. Hier, Smart-Pistole. Echt? Warte mal. Das war... Das ist die Smart Gun. Ich wüsste nicht wie. Oh, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe keine Schuhe angezogen. Ich will die Fußfetischisten einfach ablenken. Stiefel werden wir ja wohl haben, oder? Ach scheiße, muss ich hier hin? So, bist du zufrieden? Ich dachte, ich könnte deinen Fußfetisch irgendwie. Aber ich sehe keine Chance, nicht tödliche Waffen ab. Außerdem ist 805 Schuss sollten reichen, aber nicht tödlich einstellen sehe ich nicht. Und ich kann mir Cassies Stimme dabei vorstellen und das macht mir irgendwie Angst. Ja, aber nicht tödlich sehe ich ja trotzdem nicht. Fernkampf, zielen, schneller Nahkampfangriff, Scan-Modus bewegen, sprinten, Benachrichtigung, Item benutzen. Fahrzeug rufen, Ziele durchblättern, Dialog, Telefonmenü, Garage öffnen, umsehen, duken. Steht natürlich auch nichts dabei, ne? Ich muss mal gucken, ich glaube sowas wie ein Schlagstock, wenn ich die nicht alle vertickt habe, weil ich die eigentlich nie benutze, dann könnte das sogar sein. Zweihändige Schlagwaffe. Das müsste gehen, oder? Den Dildo, den habe ich diesmal gar nicht gefunden, was mich sehr gewundert hat. Steht das denn irgendwann dabei, ob die nicht tödlich ist? Steht jetzt nicht direkt dabei. Wer braucht denn auch schon nicht tödliche Waffen? Seien wir doch mal ehrlich.
Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich das Schlimmste ist, aber es gehört auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne dabei dazu. So, einmal speichern, zur Vorsicht. Falls das Ding jetzt doch nicht tödlich sein sollte. Sollte schon vor einer Stunde hier sein. Jo, ist aber nicht. Stört mich das? Wow, 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 wow. Was? Ist das Licht ausgegangen? Ja, ist es. Das wirst du bereuen. Huch, ich habe einen umgebracht aus Versehen. Das tut mir jetzt aber leid. Ich glaube, Deckung nehmen brauche ich da nicht mehr. Komm mal her. Stehst du wieder? Leg dich wieder hin. Ich habe den falschen Scheiß-Button gedrückt. Ich wollte ihn gar nicht umbringen. Von der Flanke, verdammt! Was? Glaubst du ernsthaft? Ich habe für so einen Scheiß Zeit. Echt jetzt mal. Bleib liegen. Greife von der Seite an. Tust du das? Ich glaube nicht. So. Nerv mich nicht. Wo bist du denn? Zurückziehen und neu formieren. Nahkampf ist eigentlich so gar nicht die Sache meines Charakters. Hast du mir mit der Shotgun in die Fresse geschossen? Echt jetzt mal. HM, wie kommst du nur auf die Idee, dass sie tödlich sein könnten? Völlig abwegig. Ach, hau ab. Warte mal, das machen wir erstmal so. Waffenglitch. Wir werden gehackt. Pass auf. Quatsch. Kannst du mir schießen, was? Ich sagte hinlegen. Quatsch, du hast eher ein Baseballschlägerproblem. Was hast du dabei? Smart-Pistole nehme ich mit. Was gibt's denn hier für Nachrichten? Jesse, verfickte Drecksau Turner. Geht um Folgendes: Ihr müsst den dummen Wichser finden, der mein Puder geklaut hat. Ich glaube das doch wohl nicht. Hey, unhaltbaren Splitter von den Scarfs. Willst du mal wieder bla bla bla? Ja, von mir aus. So, jetzt suchen wir die beiden. Wegen dem wir eigentlich hier sind. Gucken uns natürlich noch ein bisschen nach Loot um. Aber die sehen irgendwie alle ziemlich tot aus, finde ich. Also dafür, dass das jetzt nicht tödliche Waffe sein sollte, weiß ich ja nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, Skippy kenne ich auch noch.
Ja, Skippy kenne ich auch noch, die habe ich aber noch nicht. Das ist ja eine ganz spezielle. Skippy ist witzig. So, sind sie hier drinne? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich glaube, ich habe die alle umgebracht, um ehrlich zu sein. Egal jetzt, wenn sie alle tot sind, sind sie tot, wie Ivan Drago sagte. Wenn er tot ist, ist er tot. Scheiße, den großen Heck kriege ich wohl nicht mehr hin. Das ist mal blöd. Hä, wo sollen die Arschlöcher denn sein? Also hier draußen wohl eher nicht, würde ich behaupten. Wohl eher nicht. Ganz ehrlich, es reicht schon, wenn ich die beiden Typen befreie. Wenn die Gegner da kollateral stehen, oder wie heißt das so schön? Aber erstmal muss ich die erstmal finden, wo die Penner sind. Also ehrlich gesagt, was ist das hier? Ein Maschinengewehr interessiert mich nicht. Ey, wo sind die Penner? Ich bin hier auf voll der piesigen Mission, so Freedom und so und Hagebuttentee und Hirsekekse und dann sind die Typen nicht mal hier. Was soll denn der Scheiß? Nicht lustig. Hä? Das war auf jeden Fall nicht tödlich. Wer fragt? Charlie oder Bill? Charlie. Also hat Stella jemanden gefunden. Gott sei Dank. Okay. Versuchen wir sie aufzukriegen. Dieses Scheißteil. Hilf mir doch mal. Tritt lieber zurück. Ach du Scheiße. Siehst nicht gut aus. Was zum Teufel? Keine Sorge. Nicht mein Blut. Okay. Was ist hier passiert? Sie am besten selbst. Einfach mir folgen. Aha. Was zum... Ups. Das ist Bill. Fällt dem Typ mal... Wer ist der Typ? Wer, ich? Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin Bill. Schon klar, danke Bill. Ich meinte die verdammte Leiche auf dem Tisch, die Stella irgendwie vergessen hatte. Stimmt auch wieder heim. Wir haben ihn nicht getötet. Echt nicht. Ja, ja, genau so sieht's aus. Solange ihr bezahlt, sehe ich hier nur zwei unschuldige Cops über einer Leiche. Na los, erzähl ihm von deiner genialen Idee. Oh, da kommt bestimmt was richtig Staues raus. Du hast doch Deutsche an Land gezogen. Sicher. Wenn du die Drogen nicht vor der Nase eines Junkies abgelegt hättest,
Woher sollte ich wissen, dass er schluckt? Drogen, sagt ihr? Sag du's. Nein, erzähl du. Mir platzt gleich der Sack. Das war so. Der Typ klaut Dodgers Zeug, verpisst sich nach NC. Und wir hören, dass Dodger eine Belohnung auf ihn und das Koks ausgesetzt hat. Dann stolpern wir bei einer Routinekontrolle über ihn. Bestimmt, sehr glaubhaft. Gramm sind Coke. Also haben wir ihn eingesackt und hergeschafft. Der Typ hat 200 Gramm geschluckt? Geht das überhaupt? Fragt das seine Freundin. Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, als Bill plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch Bullen, und stopft sich das Ding in den Mund. Und dann ist ihm der Magen geplatzt. Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, wie das deiner Mutter oder was? Was redest du für ein Scheiß, Bill? Und er wollte es nicht wieder ausspucken? Wir haben es mit einer Tracho... Ach, fuck. Einem verdammten Loch im Hals versucht. Aha. Keine Chance. Die Tüte muss geplatzt sein. Er hatte Schaum vor dem Mund, zuckte so rum und ist einfach abgekratzt. Dann haben wir Panik bekommen. Der Vollidiot hat zehntausende Eddies gefressen. Was hätten wir denn machen sollen? Stella hatte recht. Ihr zwei seid waschechte Volltrottel. Wir waren in Panik, okay? Ist einfach passiert. Es ist alles weg. Alles vollständig aufgelöst. Deutscher macht uns kalt. Dann bringt ihr ihm den Dieb mit seinem Stoff. Nur ohne den Dieb. Oder den Stoff. Ja, so in etwa. Du musst uns hier raushelfen, bitte. Warum? Und ihr hättet nicht einfach gehen können? Unsere Knarren sind irgendwie im Wagen. Und jetzt? Das wird ja immer besser. Wo ist die Karre? In der Garage. Dann mal auf zur Garage. Das ist offiziell wie endlich in der Oberliga angekommen. Also in der Liga der Oberbleibirnen. Herzlich geöffnete Bauchdecke. Ja. Deine Meinung ist mir wichtig. Ich bin ein toter Mann. Oh Mann. Was? Die beiden jetzt eskortieren, da habe ich jetzt Bock drauf, ne? Ach, und du bist so ein harter Kerl, der zum Glück gar nicht stottert, wenn er mit dem Captain spricht. Ich stotter überhaupt nicht. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot! 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Das war falsch. Ha, 2983. Oh, Alter, er schießt euch beiden gleich. Wie dumm kann man sein? Achtung! Jetzt ist es im Grundsatz... Nee, wartet mal. Jetzt ist es im Grundsatz sowieso egal. Ach, wir haben hier einen Levelaufstieg. Was haben wir hier denn? So, dann kann ich den Basie auf wegpacken. Dann macht es keinen großen Unterschied. Hallo? Mist, noch eine Tür. Fest verschlossen. Schon wieder? Ach, Leute. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein... Was soll das denn heißen? Dodger wird uns mit Eddies zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill. Dann ist es eben...